Ja, also wir haben jetzt für die Dach und Holz in Stuttgart die Premiere von unserer Frässchablone. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, unsere Holzbauverbinder, das sind die Verbinder mit ja, von 5,6 kN in Einschubrichtung bis zu den 36 kN in Einschubrichtung, sprich Schärpe S1 bis S5 bzw. A bis E, die können wir jetzt mit Hilfe dieser Schablone oder unsere Kunden können jetzt mit Hilfe dieser stufenlos verstellbaren Schablone sich die jeweilige Frästiefe und Fräsbreite, da haben wir hier die Stellschrauben im unteren Bereich. Das kann man jetzt alles so einstellen auf die Benutzerbedürfnisse und dementsprechend schnell mit einer hochwertigen Fräsmaschine und entsprechenden Anlaufring können da die Einfräsungen ausgeführt werden. Das soll unseren Kunden einfach die Handhabung mit unseren Sherpa-Verbindern erleichtern und dementsprechend die Abläufe noch effizienter gestalten. Das heißt, ab jetzt muss ich nicht mehr die Fräsen mit meinen Schienen einstellen und mir selber Schablonen basteln, sondern ich kann das out of the box kaufen Genau. und glücklich sein. Genau. Okay, ja, dann zeig doch mal, wie das funktioniert. Grundsätzlich eben, es wird eine Einstellung vorgenommen mit diesen Imbus-Stellschrauben. Länge und Breite wird definiert. Ich habe dann hier meinen Holzquerschnitt und die Frässchablone wird dann am Holzquerschnitt mit zwei Schrauben fixiert. Das kann ich auch noch mal zeigen. Und eine noch im oberen Bereich. Und danach wird eben, wie gesagt, mit dem Anlaufring da in diese Fräsung kann dann gleich folgend der Verbindertyp eingeschraubt werden und ist somit unsichtbar in der Verbindung.